So, und willkommen zur letzten Folge Ita Williams. Ja, richtig geschrieben. Aber wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ja. So. Also für die letzte Folge jetzt dieser Woche. Kennt man ja, denke ich. Sieht ja schon echt beeindruckend aus. Da hat man echt gleich Lust, so immer weiter runter zu gehen. Vor allem, wie gesagt, ist ja jetzt wieder dieser V7-Map-Generator. Generator. Ist ja regallos, Dator. Von daher sind die Höhlen auch wieder ein bisschen abstrakter. Ja. Kann also lustig hier werden. Ich hab hier Eisen übersehen, Alter. Wie kommt denn das bitte? Oh mein Gott, Digga, wie kann man so viel Eisen übersehen? Das gibt's doch gar nicht. Das ist voll die Verschwendung. Mein ganzes Leben hat keinen Sinn mehr. Auf einmal eigentlich die ersten Monster. Auf einmal kommen überhaupt keine Monster mehr. Aber was ist denn hier los? Ich meine, die Spawnrate ist zwar niedrig, ja, aber doch nicht so niedrig. Ich habe doch kein einziges Monster gesehen. Ich meine, es war schön, weil wir haben keine Rüstung, aber es fällt halt irgendwie langsam auf. Weißt du, ich bin die ganze Zeit innerlich so auf voller Alarmstufe. Es kommt Monster, es kommt Monster, es kommt Monster. Aber dann kommt einfach gar nichts. Das ist quasi ungenutztes Potenzial. Es müssten sie gleich mit einmal 50 Dungeon Master kommen. So frei nach dem Motto, na, wenn der schon mal keine Rüstung anhat, ja, dann aber richtig hier. Dann geht's aber zack, zack, wie in der Kacke. Kupfer. Yay. Okay, so, dann so nochmal Kupfer. Auch Eisen? Alter, was übersehe ich denn hier alles? Ja, ich habe gesehen, da war noch mehr Eisen. So, 20, ach du Scheiße. Noch 20 Fackeln. Oh Gott, da geht's ja tief runter. Okay, hier gibt's eine Treppe. Cool, sehr schön. Guckt man hier wirklich runter? Oh ja, erstmal ja. Ob die wieder rauf geht, können wir gucken. Okay, Blumenschein nahe Kohle. Also, da ist gewachsen, wo sehr viel Kohle ist. Das klingt cool, Kohle. So. Da hinten ist doch dunkel. Dann leuchte ich da mal vorsichtshalber auch aus. Ich meine, es ist ja nicht so, als wenn wir noch hier 10.000 Fackeln hätten, aber trotzdem bin ich ja sicher, weil so ein kurzer Bereich, wenn der dunkel ist, dann ist da wirklich unnötig Risiko für Monster spawnen. Ich meine, wäre zwar schön, wenn überhaupt mal Monster spawnt, ne? Von daher kann es nicht schaden, aber wie gesagt, muss ja nicht sein. Ist ja nicht so, als wenn ich die Monster vermissen würde. Aber ich war mir der Meinung, dass es sowieso so ein, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist von Etherwheel, aber irgendwie hatte ich mal gehört, dass es früher so gewesen sein soll, dass unter Etherwheel keine Mobs gespawnt haben, also gar keine Mobs gespawnt haben. Das kann aber jetzt nicht mehr sein, weil am Anfang des Let's Plays hatten wir ja einen Huhn gesehen, hatten wir ja einen Bären gesehen, also es spawnen hier definitiv Tiere. Aber es sind halt irgendwie trotzdem extrem wenig. Kann durchaus sein, dass jetzt Fehler von damals behoben wurde, aber es trotzdem noch das Problem gibt, dass hier extrem wenig spawnt. Die Höhle sieht übrigens ultra geil aus. Die zieht sich jetzt so richtig lang wie so ein roter Faden. Gefällt mir.
Oha. Ist da Wasser? Das ist Wasser, oder? Alter, ist ein richtig großer Raum hier. Boah. Man sieht zwar nichts, aber man sieht da in der Ferne rote Pflanzen schimmern. Hier rote Pflanzen schimmern in der Ferne. Da hinten auch rote Pflanzen schimmern. Das ist so, man sieht zwar nichts, aber man sieht, dass hier viel ist. Ich will nochmal ein Meme. Nein! Wie konnte das passieren? Ah, wir werden alle sterben. Oh mein Gott, ruf den Arzt. Da. Ah. Danke. So, machen wir mal ein paar Bretter. Dankeschön. Easy. So. Weißt du was, bevor wir hier jetzt weitermachen, mache ich mir mal ganz viele Fackeln. Also ganz viel Holz, um ganz viel Fackeln zu machen. So rum. Was war das? Stockmacher. Lol. So eine Wort gibt's auch. Die haben wir Langeweile. So, wir haben ja extrem viel Kohle. Ich bin jetzt einfach mal Verschwender. Ich mache 80 Fackeln. Ja. Und verteile die hier mal großzügig. Weil, wie gesagt, der Raum scheint etwas größer zu sein. Du Scheiße, jetzt mal Wasser. Der Raum scheint etwas größer zu sein. Fließt das Wasser hier von irgendwo runter? Kann ich das Wasser irgendwie abstoppen? Ja, das Wasser fließt von da oben. Oh Gott. Ich wollte das jetzt eigentlich hier irgendwie blockieren, also, aber das geht natürlich nur, wenn es nur ein einziges ist, aber scheint hier wohl doch ein bisschen mehr zu sein. Das ist Bullshit. Die Frage ist nämlich jetzt, ach komm doch, das geht, kein Problem, alles klar, alles easy. Alter, ich brauche Licht. So. So, dann machen wir es nämlich jetzt ganz oldschool. Da einen hin, 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 da einen hin. Da einen, da einen, da einen, da einen. Da einen. Nein. Danke. So, jetzt soll es fast eigentlich komplett zurückgehen. Ja, es funktioniert. Wasser geht zurück, sehr schön. Yay. Da kann ich das vielleicht noch nutzen, um hier alles schön zu beleuchten und vor allem das Wasser überall wegzubekommen. Das ist ja ganz reizend. Das erleichtert nämlich das Ausleuchten, vor allen Dingen das Navigieren, also das Rumlaufen. Nicht das Navigieren. Das Navigieren ist egal. Ja, okay. Also die roten Pflanzen wachsen definitiv nah an diesem Kohlevorkommen. Ich glaube, das kann man jetzt mit Gewissheit sagen. Das passt. Das wird als bestätigt, als wissenschaftlich fundiert hier, ja. Meine Damen und Herren. Ich bin's, der Astro-Toni. Aha, die Erde ist halt eine Scheibe, ne? Das ist so wissenschaftlich fundiert, Digga. Die Erde ist mindestens so flach wie mein Schädel. So, pack ich mal da hin. Wegen, weil hier ist Kohle und da will ich dran. Und es geht nicht, wenn da Fackeln sind. So, bin mal gespannt, wie es hier weiter aussieht. Boah, hier geht's noch weiter. Halleluja. Boah, geht's noch hoch? Oh mein Gott, der Raum ist größer als erwartet. Ich dachte, das ist eine so eine Blase, aber das ist ja eine richtige Verzweigung hier. Hier geht es noch in 1000 Richtungen weiter.
Ich glaube, da kriegen wir hier definitiv alles, was wir brauchen. Dann können wir hier bald aufhören. Dann brauchen wir hier nicht mehr weitermachen. Na, dann sammle ich hier noch ein schönes Ressourcen ein. Ah, siehst du, hört es auch schon wieder auf. Okay, gut. Okay, gut. Heißt also, da endet's. Da oben ist Kreisverkehr. Und es geht einmal da unten weiter. Also da in die Richtung geht es da unten weiter und da oben geht es nochmal weiter. Die Frage ist, gehen wir jetzt hier runter oder lassen wir das? Ich persönlich würde mal sagen, wir haben mittlerweile echt viel Eisen etc. Ich glaube einfach mal, wir lassen das an der Stelle. Ja. Wir wollen ja hier unsere Lager sowieso bald abreißen. Dann lasse ich die Höhle einfach mal so, wie sie ist. Entferne nochmal unsere ganze Fackel. Ich sagte, wir lassen die Höhle so, wie sie ist. Arschloch. So. Ja, wie gesagt, dann lassen wir die Höhle so, wie sie ist. Entfernen die ganzen Fackeln und dann gehen wir ab nach Hause, also die Höhle wieder hoch. Und entfernen gleich mal die ganzen Fackeln. Dann haben wir jetzt einfach mal über 200 Fackeln. So. Oh, und schon kommt das erste Mesemonster. Ja, leck mich. Scheiße, wir haben gar kein Schwert. Sorry, es tut mir leid, ich hab nichts gesagt. Da sind überall noch Fackeln. Schnell. Bevor es das Mesemonster erwischt. Das war katastrophal. Tja. Ich glaube, damit wäre dann die Frage, wo die Monster sind, endgültig geklärt. Oh Gott, nein, nicht da, wo wir uns erstmal hochbauen müssen. Oh fuck. Wir sind gefickt. Dezent, aber dafür schmackvoll. Okay. Alter. Boah. Hä, haben wir nichts bekommen? Ey, wir haben nicht mal was bekommen. Diese kleine, gettige Dude. Schlampe. Wow. Auf einmal war es dunkel gewesen. Okay, hier müssen wir jetzt hochbauen. Das geht am einfachsten, indem wir, ja, da, ja, oh, so ungefähr. Ups. Dunkel Berlin. So. Bin ich da mal gespannt, wie viel Eisen wir danach, wie viel Fakten wir danach wieder in der Hand haben. Hier hinten ist noch eine Fackel? Ach ja, weil das, was wir auch so hochgebaut haben. Da kommen wir hoch. Oder auch nicht. Ja, also man kann echt sagen, was man will, auch wenn die Tunnels allesamt ein bisschen abstrakt wirken in dem V7 Map Generator, genauso wie die gesamte Welt total abstrakt wirkt, ist es doch auf seine eigene Art und Weise irgendwie schön. Also Höhlen erkunden macht echt Spaß, egal in welchem Map Generator. Da kann ich jetzt erstmal nichts gegen sagen.
dunkel hier. Kann man das Licht einschalten? Ah ne, ich hab doch eine Fackel vergessen, kann das sein? Egal. Das ist mir sowas von hart egal jetzt gerade. Weil die Strecke zurücklaufen tue ich jetzt nicht mehr, nicht für eine Fackel. Digga, wie weit unten waren wir denn? Aber weil jetzt ist es Ende, jetzt müssen wir eigentlich am Ende sein. Jawohl. Das sieht mir sehr endlich aus. Scheiße. Keine Arschgeburt. So. Easy Popeasy. Na komm. Digga, wetten wir haben danach einfach mal fast 300 Fackeln? Würde mich nicht wundern, ganz ehrlich. So, und jetzt sieht auch keiner, der nicht direkt nachguckt. Sieht doch niemand, dass wir dort niemals drin waren. Das ist nice. So, wie viele Fackeln haben wir? Schade, nur fast 200. Na gut, reicht auch erstmal aus. Man muss natürlich nicht übertreiben hier. Nein. So, Erdbeeren sind nicht mal reif. Leck mich. Braucht ganz schön lange zum Wachsen hier, ne? Also, meine lieben Damen und Herren. So, wir haben mittlerweile, also einen Rucksack könnten wir uns bauen. Das reicht so leider überhaupt nicht aus. Allein um die beiden Kisten leer zu bekommen, brauchen wir allein schon 3 Taschen. Scheiße. Digga, das passt alles gar nicht. Alter, wie können wir so viel bloß lagern? Das wird ein Horrorcore. Ich glaube, wir müssen hier, wenn wir hier echt abreisen, irgendwann mal, müssen wir echt einiges zurücklassen. Das passt nie und nimmer alles in unsere Taschen rein. Okay, also ich versuche erstmal mich hier ein bisschen aufzuräumen, ne? Das heißt, du kommst raus. Du kommst nicht raus, aber ich wandle dich um. Eigentlich könnte ich das genauso machen wie mit den anderen Sachen. Aber so hier. Dankeschön. Geht doch. So, auch wieder Platz gespart, das kann auch weg. Palmwissling. Ah, ich weiß nicht. Nee, Palmen werden wir selber nicht anpflanzen, wahrscheinlich eher weniger.
Wir haben ja diese Bananendinger, die reichen schon vollkommen aus. Da, Bananensetzling, das reicht vollkommen aus. Richtige Palm brauchen wir gar nicht. Kürbis. Doch, nehme ich mal mit. So, Korallen brauchen wir gar nicht. Das ist Quatsch. Diese ganzen Blätter hier brauchen wir alles nicht. Weinreben nehmen wir. Tropenblätter auch nicht. Das kann alles weg. Wenn ich noch wüsste, was man aus diesen Leuchtpilzen machen kann. Ob man daraus überhaupt irgendwas machen kann, ist ja die Frage eigentlich eher. Tropensetzling brauchen wir auch nicht. Doch, nehme ich aber mit. Tropensetzling kann man schön, weil die geben halt relativ viel Holz. Ansonsten, ja, wie gesagt, die beiden hebe ich mal doch auf. Daraus kann ich ja gleich mal hier Samen machen. Aber doch nicht. Hä? Manchmal. Pylone? Ach wow, Powerschneidplatzier. Ja, ja auch. Okay, also kann man die Sachen doch essen. Gut, dann nehmen wir die auf jeden Fall auf. So, was kann noch? Ja, das hier kann auch. Oder? Doch, genau, die Strings brauchen wir nicht, weil für die Backpacks. Wobei Strings kommen, glaube ich, für. Ich lasse sie einfach mal da. Korallen, wie gesagt, können komplett weg. Ja, das hier hat ja auch nicht allzu viel gebracht. Ist schade drum. Aber gut. So, siehst du schon, ist das gleich aufgeräumter. Das gleiche machen wir jetzt hier. Lalalala. Ja gut, hier können wir eigentlich soweit alles gebrauchen. Na gut, hier könnten wir ein, zwei Pflasterstein Stacks, die könnten wir dann weghauen, wenn wir hier von dann ziehen, aber ansonsten erstmal so. Digga, wir haben 64 Eisen. Nice. Das gefällt mir. Ich schmeiße auch gleich mal rein. Ja, müsste reichen. Müsste passen. So, die ersten Erdbeeren sind reif. Sehr geil. Silbersand. Was soll ich denn damit jetzt bitte? Wo kommt der her? Hä? Oh, ist auch nur eine Vorstufe. Guck mal, hier ist noch. Manche sind doch rosa. Hätte ich beinahe auch noch geerntet. Aber das ist ja. Die sind komplett reif. Alter, ist das fies. Ey, die wissen schon, wie die einen ärgern können, ne? Das ist typisch, meintest. Immer schön die Spieler ärgern. So, das hier wächst irgendwie gar nicht, warum auch immer. Ach Gott. Ein Trauerspiel der Sondergleichen. Gut. So, dann können wir eigentlich gleich nochmal eine Rüstung bauen. Dann haben wir das auch hinter uns. Für Rüstung? Doch, Rüstung kriegen wir schon zusammen. Rüstung müssten wir locker zusammenbekommen. Dann machen wir einmal das und das und das und das. Tada. Und jetzt. So und einmal zurück. Tada. Tada. Und das machen wir ein bisschen hier raus. Weil wir geil sind. Tada. So. Easy. Und schon sehen wir gleich voll. Jetzt? Nein. Jetzt. Schon sehen wir voll modern aus. Nice. So muss das sein. Okay. So. Müsste auch bald fertig sein. Die Frage ist, was wird noch? Also bei Kupfer können wir wieder alles
wieder 8 machen, dann brauchen wir 1 Zinn. Alter, wir haben viel zu viel Zinn. Gut, Zinn und Kupfer schmeiße ich dann auch raus, brauchen wir auch erstmal nicht. Genau, dann noch Silber. Dann passt das. Gut, heißt also, ja, das habe ich komplett umsonst abgebaut. 31 Zinn. Wenn wir nie im Leben brauchen, so viel Zinn. Weil wir immer mehr Zinn finden als Kupfer. Egal, ich nehme es trotzdem mit. Genauso wie die meinen ganzen Kupferklumpen. Lass ich erstmal im Inventar. Können wir dann da gucken, wenn es soweit ist. Ob es sich da noch lohnt. So, siehst du, passt doch genau. Ist die Kohle fast hundertprozentig effizient eingesetzt worden. Das gefreut mir. So, so. Okay, wir haben 1 Zinnbarren, 8 Kupferbarren. Daraus machen wir jetzt Bronze. Da. Da im Kreis und das einmal rein. Wo denn? Da. Okay. Easy. Gut. Und ist alles reif? Jawohl, geht doch. Gut, das sieht auch schon mal relativ gut aus. Dann kann ich bald. Hä? Jetzt alles mit einmal. Ach, das sind die Gurken. Oh, gut. Also, dann brauchen die doch relativ also länger. Hallo? Nein, ich wollte das da. Ich weiß schon wieder nicht, ab wann die Dinger fertig sind. Egal, ich warte erstmal noch ein bisschen. Hallo? Wisst ihr was? Komm hier, die mache ich auch noch ab. Den kann ich jetzt mit einem Mal komplett neu aussehen. Let's have fun. Und fertig. Sehr schön. Hat er immer dieses reinglitschen Blöcken, ey? Das ist ja. Boah, Alter, ey. Das ist recht komplett auf hier, ey. So, du kommst rein. Ihr beide kommt da rein. Bam, bam. La, Pony. So, so. Kartoffeln könnte ich eigentlich auch mal durchbrennen, aber mache ich dann ab nächstes Mal, ab nächste Woche dann irgendwann mal. Vielleicht auch gar nicht. Ja. Easy Pupisi. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie gut die Dinger sind hier. Das heißt, wir brauchen was? Wir brauchen eine Schüssel. Wie war das jetzt? Genau, eine normale Schüssel. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Holz.
machen die da unten? Da kriegst du ja Panikattacken. So. Oh, da hat die Inner nochmal ihre Farbe. Ah. Nein. Wollt ihr mich ruinieren? Gut, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel das auffüllt. Boah, doch, das kann man so machen. Okay. Accepted. Nice, gefällt mir. Gut, das kann man auf jeden Fall so machen, dann werde ich das auch so genau so machen. Ja, machen wir. Geil. Gut, fürs nächste Mal. Dann kommt erstmal das zurück und die Schüssel kommen auch erstmal zurück. Ja, dann war es das erstmal für die. Wo sind meine ganzen Fackeln? Habe ich jetzt auch alle reingemacht? Ja. Noch nach da und zum Essen habe ich jetzt erstmal nichts. So. Bleibt halt mein Verpflegungsslot erstmal frei. Weil hier kommt ja normalerweise meine Verpflegung rein. Aber gut. Dann würde ich mal sagen, das war's dann. In dem Sinne, schau mit V, dann sehen wir uns zu, ja, Carpenter wieder. Bis dann.